genau gute Adlibs machen wie mein Gegner auch, denn die sind voll lustig und werten meine Runde auf. Das ist klug. Vintage Man Production. Die Spasten wollen betteln, doch da haben sie nicht mit mir gerechnet. Der Kasten aus voller Qualis, doch ich krieg den allerwächsten. KB, dass du weiter bist, ganz an einem Weltwunder. Doch dein Traum vom Turniersieg geht hier ziemlich schnell unter. Krasse Ad-Tipp-Sicker, die hauen mich vom Hocker. Doch wurdest damals wegen Depressionen fast zum Drogenopfer. Das ist Zuschild, Mann, was laberst du für'n Scheiß? Wolltest immer der Sieger sein, doch das klappt hier nicht, nein. Teigen immer war für dich ja quasi schon der Endgegner. Denn ich bin ein anderes Level und dein Shit kennt jeder. Liebloses Gelaber, Mann, ich kann es kaum glauben. Du warst damals nur am Wein, so wie Trauben. Du bist ja wohl ein nicht krasser J-Jiggy-Fan, doch kannst dich kein Survivor von dem Battle hier nennen. Denn du fliegst hier mit deinem Ruck hoch, kann dich raus. Hättest du wohl am besseren Adlibs KB, und du weißt, dass du verlierst. Aber keine Sorge, ritz dich nicht, das liegt schon an mir. In deiner Quali wolltest du uns in den Nasch schicken. Sagtest du, während du redest, als hättest du Spaß zicken. KB, du weißt, dass du verlierst. Aber keine Sorge, ritz dich nicht, das liegt schon an mir. In deiner Quali wolltest du uns in den Nasch schicken. Sagtest du, während du redest, als hättest du Spaß zicken. Du machst eine halbe Trollquali, doch scheinst du Shit hier ernst zu nehmen. Ich zeig deine Vergangenheit auf und fick damit dein ganzes Leben. Du hast damals schon oft an den Selbstmord gedacht. Und so wie du rappst, sag ich mich, warum hast du's nicht gemacht? Du fickst unsere Mütter, ja Mann, ich glaub's dir fast auch, sag ich. Ich fick deine, krieg ich von dir ja auch noch Applaus. Willst du Lappenbattle, Junge, lass es lieber sein. Du stehst vor VR3, doch so viel sagt, du kommst nicht rein. Digga, deine Lines zeigen mir stark schwule Züge auf. Frag ich mich, warum sehe ich die Antwort in deinen Augen auch? Deine Mutter wirft dich raus, war für dich ja kein Problem. Doch letztendlich konntest du noch zu deinem Vater gehen. Von da an kamst du wieder zur vollen Kraft. Aber warum hattest du öfters eine schlaflose Nacht? Für jeden, der bis 13 kann, liegen die Karten auf dem Tisch. KB wurde nächtelang von seinem Vater gefickt. Und das gilt dich heute noch, und das sieht man auch direkt, wenn man auf deine lieblosen Texte schaut. Denn Rampart war geil, ja, dann guck ich mir den an. Da sagst du wieder, wie geil du meine Mutter ficken kannst. Das neigt bei dir schon zu einem Komplex, du Bitch. Redet man von deinen Lines, macht man keinen komplexen Shit. Deine Texte sind simpel, und dass das was für dich war, weiß jeder, doch probier's nächstes Jahr nochmal. KB, und du weißt, dass du verlierst. Jetzt sieht das jeder um, wenn du Lappen hier noch nicht krepierst. Lebt er noch bis heute, aber das kann man nicht eben nennen. Denn ich hab ihn zerstört auf mehreren Ebenen. KB, und du weißt, dass du verlierst. Jetzt sieht das jeder um, wenn du Lappen hier noch nicht krepierst. Lebt er noch bis heute, aber das kann man nicht leben nennen. Denn ich hab ihn zerstört auf mehreren Ebenen.